Wir lösen hier diese Ungleichung ersten Grades mit einer Unbekannten. Das heißt, wir suchen alle möglichen Werte für x, so dass minus 4 mal x plus 1 streng größer ist als minus 5. Genauso wie bei Gleichungen setzen wir plus 1 rechts rüber, wo es dann zu minus 1 wird und minus 5 minus 1, das macht minus 6. Diese Zahl minus 4, die links vom Ungleichungszeichen multipliziert, wird jetzt noch rechts rüber gesetzt, wo sie teilt. Aber Vorsicht, wenn man eine Ungleichung durch eine negative Zahl teilt, dann muss man das Symbol der Ungleichung umdrehen. Das heißt, dieses streng größer als wird hierzu streng kleiner als. Das muss man jedes Mal machen, wenn man durch eine streng negative Zahl teilt, also muss x streng kleiner sein als 3 halbe. Um jetzt die Lösungsmenge aufzuschreiben, kann man sich solch einer Zeichnung bedienen. Hier ist der Zahlenstrahl, Menge aller reellen Zahlen. Irgendwo ganz links ist minus unendlich und irgendwo ganz rechts ist plus unendlich. Diese Zahl 3 halbe hat ihren Platz auf diesem Zahlenstrahl und wir zeichnen die Zahl 3 halbe sofort durch einen roten leeren Punkt, rot, weil x nicht gleich 3 halbe sein darf. X muss ja streng kleiner sein als 3 halbe. Alle Zahlen, die streng kleiner sind als 3 halbe, liegen in dieser Zeichnung links von 3 halbe. Das sind also all die Zahlen, die die Bedingung erfüllen. All die Zahlen rechts erfüllen sie nicht. Also zeichnen wir die Menge links von 3 halbe in grün, denn all diese Zahlen sind Lösungen dieser Ungleichung, und rechts von 3 halbe, all diese Zahlen sind nicht Lösungen, also zeichnen wir die in rot. Jetzt lesen wir in dieser Zeichnung die Lösungsmenge als grüne Menge ab und wir lesen die Lösungsmenge, wie der Pfeil es hier anzeigt, von links nach rechts. Wir beginnen also ganz links bei minus unendlich. Minus unendlich wird ausgeschlossen. Eine Unendlichkeit kann man nicht einschließen, weil man sie ja nie erreichen kann. Und es geht von minus unendlich bis zur Zahl 3 halbe. Diese Zahl 3 halbe selbst wird ausgeschlossen, weil sie ja rot ist. X muss streng kleiner sein als 3 halbe. Und diese Übung ist somit beendet.